Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, heute geht's richtig rund, weil wir müssen richtig viel tun, denn wir möchten mal langsam weiterkommen und nicht nur immer uns im Kreis drehen. Ich bin auch fleißig dabei, wie ihr es gerade seht, die Bäumchen zu machen. Ich habe auch festgestellt, dass diese Bäumchen, weil ich die Magma Slimes ja jetzt auch angepflanzt habe, dass die schneller sind als diese lilanen Slime Balls. Also das heißt, das werde ich als erstes vollkriegen, weil hier habe ich auch diese schönen Blöcke. Und sozusagen die hier sind dann diejenigen, die halt erstmal auf ein Stack hoch wackeln müssen. Das heißt, ich muss jetzt immer wieder vorbeikommen. Und dann auch gleichzeitig die Bäumchen machen, dass das weitergeht. Und da kann ich auch gleich mal ernten. Ich habe des Weiteren auch noch rausgefunden, wie ich schneller an Erde komme, ohne dass ich den Schneemann da hinten bedienen muss. Und zwar mache ich jetzt über Weizen. Kann ich auch ganz einfach. Gebt man hin, Weizen so ein. Dann kriege ich diese schönen Balls raus. Habe ich jetzt 36 Stück. Mit diesen 36 Balls laufe ich rüber und schmeiße die in mein Alchemical Fusion Table rein. Und da ich hier noch genügend Tertitus Alchemical Dust habe, ist das natürlich auch ja absolut kein Problem, dass ich die jetzt dann darüber mache. Ja. Und wenn man halt sieht, mal ein Stack Weizen verbraten. 41 Erde. Also, beziehungsweise das waren ein halber Stack vorher. Oh, also das heißt, wir haben locker 25 Stück rausgekriegt. Ich finde das 10-mal besser als mit Schnee darum zu hampeln. Oh. Jawohl. Die wichtigeren habe ich bekommen. Wieder. Und dann können wir gleich wieder uns ins Bett schmeißen. Ja. Seht ihr? Zack. Habe ich mal wieder viel gemacht. Und ich habe halt absolut keinen Platz im Inventar. Das ist so grausam. So. Ja, was brauche ich? Ich muss jetzt auf jeden Fall vom Questbook her, ich muss schauen, dass ich diese zwei Sachen hier freischalte. Um das freizuschalten, brauche ich von jedem Slimeball 64 Stück. Wie gesagt, da bin ich gerade noch dabei. Und bei dem hier, das ist etwas komplexer, brauche ich Silky Jewel, Reinforcement 8 Stück und Firewood. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Das heißt ja, also wie gesagt, da bin ich ja schon am sozusagen am Ende des Firewood oder Hotwood. Das ist noch ein kleineres Problem. Und Mending Moss, ja, ist auch ein Problem, weil ich brauche nämlich, ja, ich habe festgestellt, um das zu machen, brauche ich, wo bist du? Ein Jungle Sapling, also ich brauche diese Veins. Und ein Cobblestone dafür. Ja. Und wenn man halt nichts hat, dann muss man dahin arbeiten. Ja. Das heißt, wir brauchen unbedingt diesen Sapling. Und ich habe mich ja ein wenig durchgelesen. Das Sapling, den bekomme ich ganz einfach. Indem, dass ich angel. So, ich habe hier mal die Survivalist Fishing Rod geholt. Oh, ein String. Habe ich hier Strings da? Ja, hier oben packe ich den auch mit rein. So, das heißt, ich muss mich jetzt hier hinstellen. Ein bisschen angeln. Ja. Ich hoffe, das muss ich nicht zu lange machen. Ich habe eine Wasserflasche rausgezogen. Auch witzig. Einen einzigen Jungle Sapling bitte.
So, das kann ich alles mal da reinschmeißen. Alles gerade nicht so wichtig. Super, ich habe eine Bowl bekommen. Kann ich lang warten, wenn ich nicht reinschmeiß? Ich gerade Moos bekommen? Nee, Seaweed. Auch nicht schlecht. Komm schon, Jungle Sapling. Ach, ich will keine Wasserflaschen. Flasche. Hey, ich habe meinen Fisch rausbekommen. Hab was Neues. Beim Fischen Fisch bekommen. Oak Sapling. Noch ein Fisch. Wieder so ein komisches Seaweed. Faszinierend. Was mich noch viel mehr fasziniert ist. Birch Sapling. Jungle bitte. Leder. Auch nicht schlecht. So, Leder ist gut. Holz ist, ja. Ganz dahin, den Eimer kann ich auch mal wegpacken. Noch so ein komisches Ding. Braucht doch nur einen Dschungelsäppling. Einen einzigen. Weiß halt leider nicht, wie die Chance ist, da an anderen ranzukommen. Ich weiß nur, dass die Chance da ist, an anderen ranzukommen. Ich habe halt auch schon gelesen, dass sehr viele dann Alternativwege gesucht haben. Problem ist nur, bei mir gibt es keinen Alternativweg. Weil einige sagen, ja, benutzen muss Smooth Stone benutzen in der Schüssel, dann geht das. Scheiße ist, ich habe keinen Smooth Stone. Ja, weil, wenn man sich hier anschaut, ne? Ich habe Smooth Sandstone, Redstone, Soul Sandstone, Brownstone, Feierabend. Habe ich nicht. Heißt, ich muss mir die Scheiße wirklich angeln. Und da ich ja keine anderen Mods habe, wie Botania oder so, geht's nicht anders. Ich habe gerade an. Okay. Ne, Angel hat gerade eine Angel rausgeholt. Ich hoffe, in diesem kleinen Tümpel ist kein Fischer gestorben. Naja, wenn man ohnmächtig wird, kann man auch in der Pfütze ersaufen. Ein Dark Oak Sapling habe ich bekommen. Also, ich habe jetzt schon mal die selterneren Bäume, habe ich schon mal einen. Problem ist nur, glaube ich, ich brauche vom Dark Oak, brauche ich da nicht vier? Habe bald mehr Strings. Oh, wieder Leder. Hat einen Vorteil, ich brauche ja dann auch drei Bücher, was ich gelesen habe. Also das ist, jetzt wird's interessant. Was kommt eher? Bekomme ich den Jungle Sapling vorher? Oder bekomme ich das dritte Leder fürs Buch vorher? Alter, ich brauche keine Sticks mehr. Danke. Und wieder Stick. Keinen Stick.
Gib mir bitte einen Dschungelsäppling. So, Leder. Komisches Fischi. Wieder mal eine Wasserflasche. Das da. Das heißt, das muss ich den Scheiß hier alles wegnehmen. Weil sonst die Kiste voll ist. Und in die anderen Kisten aufteilen, weil hier sind ja eigentlich auch die Strings drin. So. Habe ich schon fünf. Das heißt, ich brauche noch einen Zeppling. Dann hätte ich dann alle voll. Wie gesagt, kommt halt aber auch nur drauf an, wie es insgesamt laufen wird. Ah, des Weiteren kann ich mal mehr als noch mal ein Stack Kabel holen. Das kann ich wieder in den Ofen schmeißen, weil ich brauche ja auch noch Emeralds für die andere Aufgabe. So, und dieses Stone Casing kann ich auch gleich raushauen. Dann geht's wieder beim zum Angeln. Das heißt ja, ich brauche doch keine Wasserflasche, Mann. Auch kein Holz. Kann mir schon ein paar Hunde züchten. Kann mit dem Stöckchen werfen und ihm Knochen geben. Bald, wenn es so weitergeht, auch bald eine Hundehütte bauen. Ich will doch keinen Fisch. Naja, weiter geht's. Fisch zum Angeln. Ja, juhu! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Jetzt passt auf, jetzt werde ich den anpflanzen, dann zum Großwerden tanzen, dann kann ich es ja blind kriegen. Komm. Wachse. Dankeschön. Natürlich hast du keinen einzigen Moos dran. Aber ich habe schon mal zwei. Ich kann schon zum ersten Mal zufrieden sein. Muss ins Bett. Der wächst nicht mehr. Das heißt, ich kann die Angel da auch reinschmeißen. Brauche ich momentan nicht. Wenn ich natürlich immer einen mehr kriege, wäre es super. Dann kann ich mir nämlich bald den großen machen. Ja, aber diese kleinen haben kein Moos dran. Genau, das habe ich nämlich befürchtet. Das habe ich leider befürchtet. Na komm, Wachs. Wenn ich jetzt richtig Pech habe. Ah, ich habe doch den anderen gefunden. Also einen. Also einen kriege ich dann Gott sei Dank doch immer, wie es aussieht. Also ich kenne schon, ich kenne es anders, dass ich dann halt auch teilweise überhaupt keinen gekriegt habe. Ich bin der Biber. Tanz um den Baum herum, Fidibum. So. War das nicht so?
Lieber Autsch. Eine Kleinigkeit essen. So, hier habe ich einen. Hier habe ich zwei. Ach, kommt schon. Das kann doch nicht euer Scheiß Ernst sein. Gibt mir noch zwei Sepplinge mehr. Und definitiv keinen weniger. Oh, also doch, kann doch passieren. Ich würde dich gerne vervielfältigen. Aber wie es aussieht, darf ich dich nicht vervielfältigen. Und wenn ich mich jetzt da hinstellen muss und vier von diesen scheiß Sapplingen angeln, ne? Dann wäre ich sauer. Moment. Ich habe da mal eine Idee. Ich habe da mal eine Idee. War hier. War das nicht früher so? Ich baue mal meine Schere. Macht man nicht, wenn man die Blume abschneidet, auch einen Zeppelin bekommt? Oder haben sie das geändert? Wenn sie das natürlich geändert hätten, dann wäre das natürlich blöd. Ich muss meine Axt reparieren. Die ist kaputt. Dafür brauche ich Holz. Na, Gott sei Dank habe ich vorhin welches bekommen. Tschüss. Schaufel, weil sonst kommen wieder so lustige Viecher und hau mich weg. So, ja. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass dieser Trick funktioniert. Aber wenn er natürlich nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Na, dann geht's wieder los mit dem Angeln. Aber ich bin jetzt einfach zuversichtlich, dass der Trick funktioniert und dass ich einen Sapling kriege. Oder auch nicht. Traurig sein. Ah. Ich baue mir jetzt halt nochmal einen Baum und das ist halt so. Ja. Das können wir mal machen. Baum bauen. Daumen drücken.
Geh nicht kaputt. Ach, kommt schon. Ich habe jetzt wirklich gerade die Befürchtung, dass ich durch den Blödsinn gerade jetzt den Zeppelin verballert habe. Gott sei Dank. Aber mir ist nämlich gerade was eingefallen. So, du gehst mal da rein. Zeppelin mal da hin. So. Ich lasse den jetzt schön wachsen. Wir schauen mal hier entlang, wie es aussieht. Langsam habe ich die Befürchtung, dass der irgendwann noch den aufholt, weil der hatte schon ewig keine Saplinge mehr, Bälle mehr rausgehauen. So, was bekomme ich jetzt? Also ich habe Dschungelwut, bekomme ich jetzt auch immer wieder. Halt, bitte da rein. Aber ich bekomme jetzt auch Kakaobohnen. Kakaobohnen ist nicht schlecht. Mit 10 Stück kann ich mir nämlich Dschungelsäpplinge machen. Okay, 9,5 Herzen. Ja! Bin ich wieder tot! Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß gar nicht, 4 Stück kann man da gar nicht reinpacken, ne? Super. Also, das heißt, wir haben den Baum jetzt gerade zu früh abgeschlagen. Wie schaut es eigentlich mit Agricraft aus? Wir haben 3 Wheat schon rausbekommen. 3 Wheat ist eigentlich nicht schlecht. Eine 5-5-4 habe ich jetzt. 5-5-3, 5-4-3. 444. Ne, 554. Dann nehme ich den. Kommst da ran? Kommst da rein? Ich habe so viele Seeds, die ich jetzt gerne nämlich auch mit Maschinen mal langsam wegballern. Dann gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, dass ich diese Seeds loswerde. Ja, aber ich darf das noch nicht alles können. Ich darf das alles noch nicht können. Das ist total doof. Und da es diese anderen Teile nicht gibt. Apropos, die Fläche, seht ihr, wird immer größer. Und, man sieht es jetzt. Gott. Da sieht man diesen Punkt. Und dieser Punkt rennt rum. Ach, das ist das Huhn da. Hallo! Mein erstes anderes Lebewesen. Aber Hühner hatte ich ja schon. Durch die kleinen Zombies. Aber naja, man gibt sich auch mit Kleinigkeiten zufrieden. Mit Hühnern. Schon mal ein fettes Ei. Okay. So, dann heißt es jetzt nochmal schauen. Ich habe gerade gar nichts rausbekommen. Ich bin nicht zufrieden. Aber seht, was ich meine. Also den habe ich jetzt wieder rausbekommen, den anderen nicht. So, Treppenhaus muss ich ja auch noch nach unten bauen. Das ist ja jetzt dann sozusagen die
die verkabelte Ebene. Das wird das war die normale Ebene. Ich bin hier gerade verwirrt, was ich hier gemacht habe. Also Kabelebene oben sehe ich ja ein. Weil, ja, weil man ja da, aber wie gesagt, das Kabel kann ich ja auch in den Boden legen. Der ist ja drei dick. Dieser ist momentan zweitig. Ich weiß nicht mehr, was ich davor hatte. Aber auf jeden Fall muss ich dann hier runter. Kann ich mal hier weiter die Steine rausklopfen. Derzeit, wo meine Bäumchen wachsen. Nochmal das da, dankeschön. Oh, ich habe jetzt mal von jedem ein. Nee, ich habe von den Lilanen sogar zwei bekommen. Momentan versucht Lila aufzuholen. Finde ich super. Ich habe einen weiteren Sapling bekommen. Das heißt, zack. Und des Weiteren, ich habe noch hier fünf Stück rumliegen. Dann packe ich die jetzt dahin und mache da auch noch einen. Das heißt, wenn ich dann nochmal einen bekomme, na, dann wird die Chance natürlich immer höher, dass ich, ups, da auf jeden Fall noch den richtigen nochmal einen Dschungelsapling rauskriege, einen dritten beziehungsweise einen vierten. Ja, und wenn ich das dann habe, dann kann ich auch mal probieren, einen großen anzubauen. Wow, meinen ersten Dschungel-Leaves. Eine ganz spannende Sache. Aber wie gesagt, wir brauchen es halt, weil wir brauchen die Veins. Das, ja, ich bin gerade beim Überlegen, wie ich das jetzt mache. Lasse ich das jetzt oben so? Reichen mir diese drei? Oder brauche ich diese Ebene drunter? Und das ist mal ein richtig großer. Aber nein. Aber Sticks bekomme ich hier so am laufenden Meter. Das ist der Wahnsinn. Bisschen cool. Na, Hühnchen. So, Lederne habe ich mal wieder bekommen. Jetzt haben wir schon hier die Hälfte. 42, 47. Also der holt auch auf. Und der da stagniert gerade. Gerade nicht so schön. Wie groß ist jetzt die Fläche? Das heißt, ich hau hier noch mal irgendwas weg. Ich brauche noch Tiere, ich bräuchte noch Schafe und ich brauche noch Kühe. Ich weiß es gar nicht. Pferde müssten eigentlich dann so aber auch auftauchen. Ah, das ist jetzt gerade meine wirkliche Überlegung, wie ich das jetzt insgesamt mache. Oh. Da ist mein Agricraft nochmal gewachsen. Meine Sugar Canes.
Und ich bekam eine 1-2-2. Gut, das war vom Poppers. Ja, und dann heißt es, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann brauche ich meinen Eimer. Ja, alleine schon deswegen hätte ich gerne die Möglichkeit, irgendwie an Pipes oder so ranzukommen. Das wäre halt dann super. Ja, genau, spül die Fackeln weg. Dass auch ja hier böse Viecher spawnen können. Böses Wasser. Wasser will, dass ich sterbe. 9, 5. 10, 2. Wild. Kann ich denn nicht mal 1000 rein? Ist der Eimer kleiner gemacht? Aber gefällt mir. Also gefällt mir wirklich, dass jetzt versucht, Lilane aufzuholen. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So, aber Zeit ist schon leider wieder rum. Ich hoffe, dass wir dann bis zum nächsten Mal die nächsten Dschungelsäpplinge kriegen und ich dann den Umbau dann wirklich anfange. Ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt. Aber ihr wisst ja, ne? Man soll immer die Hoffnung in sich tragen, dass es dann das passiert, was ich hoffe. Genau. Aber wenn ihr Fragen oder sonstige Anregungen habt, bei denen schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr sagt, die Folge fand ich gut, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und sonst hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.